John F. Kennedy hat einmal gesagt, wir haben die Macht, aus dieser die beste Generation in der Geschichte der Menschheit zu machen oder die letzte. Damit herzlich willkommen zu Ihrem Kulturfernsehen aus Magdeburg. Schön, dass Sie uns zuschauen. Magdeburger Vereine, Initiativen und Einsatzstellen sind aufgerufen, ihre Vorschläge für den Freiwilligenpass 2018 einzusenden. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Landeshauptstadt seit 2007 gemeinnütziges Wirken von ehrenamtlich aktiven Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Für die diesjährige Vergabe der Magdeburger Freiwilligenpässe können noch bis zum 8. Juni Vorschläge unterbreitet werden. Der Freiwilligenpass ermöglicht die Gewährung eines pauschalen Fahrkostenzuschusses für die ehrenamtliche Tätigkeit und beinhaltet Wert- und Einkaufsgutscheine sowie mindestens 3 Dankveranstaltungen verschiedener Sponsoren. Der Pass kann auf Empfehlung gemeinnütziger Organisationen, Initiativen und anderer Einsatzstellen an Menschen vergeben werden, die sich seit mindestens einem Jahr rund 20 Stunden pro Monat oder mehr in besonderer Weise ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren. Zudem sollen auf der Auszeichnungsveranstaltung im September 2018 auch 5 junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren für ihr Engagement geehrt werden. Vergabevoraussetzungen sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Die Ehrung erfolgt durch den Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Gesellschaftshaus am Kloster Bergegarten. Weniger Verkehrsunfälle, historischer Tiefstand bei den Verkehrstoten und deutlicher Rückgang der Verkehrsunfälle auf dem Schulweg. Das ist die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2017. Trotzdem will man den Kontrolldruck bei der Geschwindigkeitsüberwachung weiter aufrechterhalten. Die Zielgruppe Fahrradfahrer verstärkt ins Visier nehmen und auch den Bereich der präventiven Aktivitäten intensivieren, zum Beispiel die Verkehrserziehung für Kinder. In diesem Bereich habe sich insbesondere der Einsatz der Wachpolizei und auch der Regionalbereichsbeamten bewährt, so Innenminister Holger Stahlknecht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 75.111 Verkehrsunfälle aufgenommen. Das sind 102 weniger als im Vorjahr. Im dritten Jahr in Folge nahm die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ab. Diese Zahl sank im Jahr 2017 um 107 auf 8.055 Verkehrsunfälle. Landesweit wurden bei den Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr 132 Personen getötet. Das entspricht minus 7,5%. Die Hauptunfallursache sind Wildunfälle, gefolgt von Unfällen beim Wenden und Rückwärtsfahren. Zu geringer Abstand ist Unfallursache Nummer 3. Bei Verkehrsunfällen mit schweren Personenschaden ist überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptursache. An zweiter Stelle stehen Vorfahrtsverletzungen. Weitere Ursachen sind Sicherheitsabstand und Alkohol. Auch in diesem Jahr öffnet am Samstag, den 14. April, das Konservatorium Georg Philipp Telemann die Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg von 14 bis 17 Uhr. Wieder alle Türen und Instrumentenkoffer am Breiten Weg 110. Jeder, der schon einmal wissen wollte, was das Magdeburger Konservatorium so alles bietet, ist herzlich willkommen. Insbesondere können sich natürlich Eltern mit Kindern an diesem Tag informieren und beraten lassen. Professionelle Musikpädagogen erteilen Auskünfte zur Ausbildung. Musikinstrumente können angehört und ausprobiert werden. Jeder kann entdecken, dass ihm das Musizieren Spaß macht. Natürlich wird dieser Tag auch musikalisch begleitet. Minikonzerte zum Lauschen, Hören und Ohrenspitzen für jedes Alter gehören ab 14.30 Uhr ebenso zum Programm wie offenes Singen und Mitmachaktionen. Schülerinnen und Schüler des Fachbereichs Gesang sowie Mitglieder des Magdeburger Knabenchores werden das Eröffnungskonzert bestreiten. Unter der Leitung von Stefan Schuh präsentieren sich ab 16.30 Uhr im Abschlusskonzert Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums. Vertreter der Musikbibliothek Magdeburg werden im Atrium wieder über die Vielfalt Angebote der Nachbareinrichtungen informieren. Mit einem Kuchenbasar, dessen Erlös zugunsten des Fördervereins im Konservatorium verwendet wird, ist im Foyer auch für das leibliche Wohl selbstverständlich mit musikalischer Begleitung gesorgt. Der Fachbereich Jazz Rock Pop stellt sich mit dem Bandprojekt zum Mitmachen und Ausprobieren vor. Um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr finden jeweils Präsentationen des Bandprojektes statt. Wer Musikinstrumente einfach nur mal anschauen, anhören und anfassen möchte, wird im Konservatorium ebenso fündig wie Eltern, die eine kompetente Beratung für den musikalischen Werdegang ihres Kindes von den Telemann-Musikzwergen bis hin zur studienvorbereitenden Abteilung suchen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Nähere Informationen erhalten Sie im Internet.
Kürzlich haben die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg die Boote des Bootverleihs am Adolf-Mittag-See zu Wasser gelassen. Der Bootsverleih öffnet, sobald die Temperaturen den zweistelligen Bereich erklimmen und es beständig ist. Der späte Wintereinbruch Mitte März hatte eine Eröffnung der Bootssaison vor Ostern verhindert. Die Tret- und Ruderboote können dienstags bis sonntags ab 11 Uhr ausgeliehen werden. Montag ist Ruhetag. Geschenkgutscheine können in der Saison direkt beim Bootsverleih oder beim Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg in der Großen Diesdorfer Straße 160 erworben werden. Auskünfte dazu gibt es telefonisch oder per E-Mail. Kulturstaatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger übergab einen Zuwendungsbescheid an das Theater an der Angel e.V. Die Mittel in Höhe von 25.000 Euro sind bestimmt für die Inszenierung zweier Theaterstücke zum Thema Leben in der Zeit. Einen weiteren Zuwendungsbescheid überreichte er an den Kultur- und Heimatverein Magdeburg e.V. Mit der Landesförderung in Höhe von 8.000 Euro wird die Organisation und Durchführung der Magdeburger Festungstage 2018 unterstützt. Nach den kühlen Tagen startet der Frühling in Sachsen-Anhalt mit nur einigen Sonnentagen richtig durch. Doch mit den steigenden Temperaturen sind auch die Zecken wie der gemeine Holzbock wieder aktiv. Die kleinen Blutsauger übertragen etliche Infektionskrankheiten wie Borreliose oder die Hirnhautentzündung. In Wäldern, Parks und Gärten sind Zecken immer häufiger anzutreffen. Ein guter vorbeugender Schutz gegen Zeckenbisse sind lange Hosen, Socken und festes Schuhwerk. In jedem Fall sollte man nach Waldspaziergängen, Gartenarbeit oder Picknick seinen Körper immer auf Zecken absuchen. Hat sich doch einmal eine Zecke festgesetzt, werden diese am besten mit einer speziellen Zange oder einer Pinzette herausgezogen. Experten raten davon ab, Zecken mit Öl oder Alkohol zu beträufeln. Das könnte den Stich erst richtig gefährlich machen. Denn wenn die Zecke erstickt, gibt sie den Speichel ab, der häufig Krankheitserreger enthält und so zur Ansteckung führt. Hat doch eine Infektion stattgefunden, dann entwickelt sich bei den meisten Betroffenen nach wenigen Tagen bis Wochen eine sich rund ausbreitende Rötung. Sobald sich diese sogenannte Wanderröte zeigt, ist in jedem Fall ein Arzt zu konsultieren. Denn bleibt Borreliose unbehandelt, drohen chronische Entzündungen von Gelenken, Rücken, Mark und Gehirn, erläutert der Barmer-Experte. Zecken können zudem die Viruserkrankung, die Hirnhautentzündung FSME, übertragen, welche zu chronischen Entzündungen von Gehirn und Hirnhäuten führen kann. Erfreulicherweise gibt es gegen die Hirnhautentzündung FSME eine Schutzimpfung. Empfohlen wird die FSME-Schutzimpfung zudem allen Menschen, die sich beruflich oder in der Freizeit viel im Wald, auf Feldern und Wiesen aufhalten. Die Kosten der Schutzimpfung werden normalerweise von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Etwa alle 3 bis 5 Jahre wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Wegen Arbeiten an der Oberleitung der Straßenbahn muss die Straßenbahnlinie 2 der MVB am kommenden Sonntag und am Sonntag, den 22. April, jeweils in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr umgeleitet werden. Die Straßenbahnen fahren planmäßig nur von oder bis Hasselbachplatz und fahren dann weiter wie die Linie 6 zur Endstelle Leipziger Chaussee. Als Ersatz fahren Busse zwischen Hasselbachplatz und Westerhüsen mit Anschluss an die Straßenbahn. Es werden alle Haltestellen am Straßenrand bedient. Die Busse halten am Hasselbachplatz an der Bushaltestelle der Linie 59 im Kreisverkehr zwischen den Einmündungen Sternstraße und Liebigstraße. Die Fangemeinde pilgert ins Stadion, Fußballgötter auf dem heiligen Rasen, Stoßgebete für den Sieg. Egal ob beim Anfeuern des Lieblingsteams auf der Tribüne, mit der eigenen Mannschaft auf dem Platz oder um Beistand bittend in der Kirche, viele Rituale gleichen sich. An wie vielen Punkten sich Fußballfans und Christen begegnen, sich Stadionbesuch und Gottesdienstbesuch ähneln, das soll im ersten ökumenischen Fußballgottesdienst gezeigt werden, der am Sonntag, den 22. April um 13.30 Uhr in Magdeburg gefeiert wird. Der Gottesdienst ist eingebettet in das Fairplay-Turnier der G-Jugendmannschaften in Magdeburg-Ottersleben. Als Gäste konnten bisher der Kapitän des 1. FC Magdeburg, Mario Swieselow, der Präsident des 1. FC Magdeburg, Peter Fechner, Vertreter vom 1. FC Knastne 9, der Fußballblogger Alexander Schnarr sowie die aktiven Fans Sven Jagno und Dietwig Ludwig gewonnen werden. Sie werden von ihrem Umgang mit dem Glauben an sich und über Rituale, die ihnen mit im Stadion und abseits des Platzes helfen, berichten. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Markus Hansen am Klavier und Singer-Songwriter Simon Becker.
Eingeladen sind alle Interessierten, Christen und Nichtchristen, egal ob Fußballfans oder nicht. Der Eintritt ist frei. Es wird am Ende des Gottesdienstes um eine Spende für die Jugendarbeit des VfB Ottersleben gebeten. Fahrgäste, die an personell unbesetzten Stationen in die Züge der Harzer Schmalspurbahn einsteigen möchten, werden ab sofort noch besser über Abfahrtszeiten informiert. Auf digitalen Anzeigegeräten erhalten sie via Satellit aktuelle Echtzeitangaben zu den nächsten Zugabfahrten und über mögliche Abweichungen bei den Fahrzeiten. In Anwesenheit von Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Wehbel nahm die HSB kürzlich in Wernigerode die zuvor intensiv erprobte dynamische Fahrgastinformation offiziell in Betrieb. Von wo auch immer Sie uns zugeschaut haben, schön, dass Sie dabei waren. Genießen Sie die schönen warmen Frühlingstage, besuchen Sie uns auch mal im Internet. Tschüss, machen Sie's gut.